Ringfrei für Slawen, Ingo, Sophia, Julian und Nils aus Flensburg. Es geht los. Auch in dieser Woche nimmt niemand ein Blatt vor den Mund. Irgendwas fehlt oder irgendwas ist da drin, was mir persönlich jetzt irgendwie mich stört. Irgendwie. Komme ich jetzt nicht ganz mit klar. Hier schenkt sich keiner was. Ich bin von dem Pilz ein bisschen enttäuscht. Optisch waren die mir also zu weit. Den Anfang macht Slawen mit kroatischen Spezialitäten. Heute bringe ich meine Kollegin ans kroatische Meer. Aber Urlaubsstimmung kommt nicht wirklich auf. Allgemein fand ich die Speise ein bisschen blass. Also mir hat sogar ein bisschen Salz gefällt. Soll ich dir sagen? Die hatten Lampenfieber heute. Also ich hoffe nicht, dass jetzt hier aufgrund der Nervosität das Punktekonto schmilzt, ne? Eine neue Woche. Diesmal sind wir in Flensburg. Slawen bietet im Cevapcici Balkangrill und internationale Gerichte. In Ingos freien Willkrug gibt es Regionales mit mediterranem Touch. Im alten Kirchkrug zaubert Sophia moderne norddeutsche Küche auf den Tisch. Julian will in seinem Good Luck Restaurant mit euroasiatischen Speisen den Sieg holen. Und Nils setzt in der Marktwirtschaft auf gut bürgerliche Brauhausküche. Moin Mike, erzähl doch mal, was uns heute erwartet. Was für eine Umgebung, oder? Schaut euch das an. Gibt es eine schönere Kulisse, um eine neue Mein Lokal, Dein Lokal Woche anzupreisen? Nee. Flensburger Fjord hinter mir. Wir sind wirklich kurz vor den Toren Dänemarks. Eine ganze Woche, also rundherum um Flensburg. Den Start machen wir hier in der Stadt. Slawen heißt der junge Mann, wo wir jetzt den Anfang machen. Und die Info ist folgende. Über 20 Jahre hat er seine Gastronomie. Der Name ist, glaube ich, Programm. Cevapcici, das heißt Balkangrill. Mit der Thematik bin ich groß geworden hier im Norden. Jawohl, mein bester Freund damals, Sascha, die Mama, hat ein Balkanrestaurant gehabt. Da habe ich Cevapcici gehabt. Und dann Civic-Reis, Krautsalat, Attacke und Plattenweißen. Schauen wir mal, ob er ein bisschen moderner ist. Unser heutiger Gastgeber ist in Bosnien geboren. Wieso heißt dein Laden Cevapcici? Das Restaurant habe ich damals so genannt. Es ist schon ein bisschen, klingt schon ein bisschen durchgeknallt. Dessen bin ich mir bewusst. Aber die meisten Lokale, die ich kannte, haben irgendwie nach geografischen Begriffen, ob das jetzt Adria, Roma oder Kreta ist. Ich wollte einfach mal ganz was anderes. Und Cevapcici ist das Gericht aus dem Balkan, das jeder kennt. Und das kommt ins Ohr. Ja, warum soll man den Lokal nicht nach dem Nationalgericht benennen? Passt. In Kroatien verbrachte Slawen seine Kindheit und liebt die dortige Küche bis heute. Selbstverständlich machen wir hauptsächlich Balkanküche. Wir bieten auch regionales Essen hier. Aber nichtsdestotrotz, unsere Identität ist das Balkanküche, kroatische Küche und Cevapcici selbstverständlich gibt es auch. Ja, Mike, da darfst du dich vermutlich auf ordentlich Fleisch freuen. Dann komm doch mal rein. Ich habe gesehen, das ist nicht klein. Ach, moin. Moin, kann ich noch. Moin, da kommt er doch noch. Hallo, ja, das kann ich noch. Herzlich willkommen. Schön, danke. Schön, dass du hier bist. Ja, cool, echt cool. Ja. Was für ein Start, ne? Also Flensburg, Hammer. Ich bin ja Schleswig-Holstein, weißt du das? Ja, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Habe mich ein bisschen schlau. Hast du ein bisschen schlau gemacht? Ja, das ist echt cool. Aber Flensburg ist eine tolle Stadt. Richtig toll. Ja, absolut. Ich bin richtig happy. Ja, aber das ist ja so auch irre, ne? Also über 20 Jahre oder wie? Wie lange? 23 Jahre. Wer zwei? Und 23. 23. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 23 Jahre. An einem Standort, das finde ich, ist wirklich stark, einfach stark, gibt es wirklich immer seltener. Die kroatische Küche wird aus meiner Sicht leider reduziert, finde ich ein bisschen schade. Das finde ich auch. Erwartungshaltung ist bei den Menschen ganz oft eben Cevapcici, so ein bisschen die Schweinespießchen und alles in großen Mengen und auf einer Platte am besten. Genau. Jetzt ganz ehrlich, Leute, wenn man irgendwo Balkanküche liest, hört, das ist ja jetzt auch keine Küche, die wie vegetarische und vegane Küche bekannt ist. Ne? Das ist einfach fleischlastig. Ist so. Koch Willi kommt aus dem Libanon und arbeitet seit einem knappen Jahr im Betrieb. Guten Tag, hallo.
Ja, wird schon besprochen, ne? Chef ist schon. Mike, da kommt er endlich mal. Hallo. Das ist Willi, unser Chef, das ist Bruno, unsere gute Fee, hast du schon kennengelernt. Schön. Ja, fein. Pass mal auf. Ist schon noch am Instruieren, ne? Ja, erzähl. Wir haben uns überlegt, du kriegst mal Potpourri heute. So gemischtes Fleisch, so eine Art Barkaplatte. Cevapcici sind leider nicht dabei bei dem Gericht, aber nichtsdestotrotz. Machen wir es. Weil du hier bist, weil du es so liebst, habe ich mir sagen lassen. Na ja. Machen wir das direkt hier für dich. Hackfleisch, so wie wir das immer machen. Finde ich auch gut. Und gleich Cevapcici und dann kannst du gleich loslegen. Das ist auch wirklich das Handwerk ne, der Küche, ja, finde ich. Genau. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, ne? Ja. Mit geriebenen Zwiebeln, nicht gerieben, oder? Und, aber das macht ihr alles. Ihr erzählt mir, wie ihr das macht. Das ist wie mit der Bohnensuppe oder mit Grünkohl. Jeder macht das anders, aber bei jedem schmeckt das. Ich glaube übrigens, Larven, dass es beim Grünkohl nicht so viele Versionen gibt, ne? Möchte ich mal schnell festhalten. Dann viel Spaß. Danke. Also, das heißt, wir haben da Gemüse, okay, ein bisschen, was gibt Kartoffeln oder was gibt's dazu oder was macht ihr da? Gibt's Kartoffeln, gibt's Reis. Okay, Jovic Reis? Ja, Jovic Reis. Also das ist ja Gemüsereis, gell? Ja. Okay. Hört sich gut an, hört sich lecker an, hört sich aber auch nach viel an. Du durftest satt werden, Mike. Dein Fleisch stammt halb vom Rind und halb vom Schwein. Welche Gewürze kommen zum Einsatz? So, wir haben Salz, wir haben weißen Pfeffer, wir haben Knoblauchpulver, also nicht frisch. Ja. Mhm. Ich würde einfach eine frische Knoblauch immer vor einem getrockneten Knoblauch irgendwie stellen, also ganz klar. Und das ist das Universalgewürz Kroatiens. Ja. Ne? Wie sagt man, Vegeta? Vegeta geht vor jeder Sache, kann man sagen. Das ist überall. Ja, das ist vor alles. Die meisten ist schon. Passt vor viele. Du weißt, das ist so eine Universalgewürzgeschichte. Natürlich ist in dem Original ein bisschen Glutamat drin und ein bisschen tolles Gemüse getrocknet. Gibt es aber tatsächlich jetzt schon in einer bio- und glutamatfreien Version. Schön. Die Stückchen kommen als nächstes in den Fleischwolf. Es gibt verschiedene Cevapcici, mit Zwiebel auch drin. Ja. Aber das heißt, lang hält nicht bis nächsten Tag. Wenn es Zwiebel und so. Ja, dann machen wir immer. Ja, ohne Zwiebel. Ich kenne die Masse auf jeden Fall mit Zwiebeln und auch richtig gerieben normalerweise. Ja, da mache ich im Garten. Ich habe das verstanden, dass du das aufgrund der Haltbarkeit machst. Ja. Da solche mache ich in meinem Garten zum Beispiel mit Zwiebeln und so. Da in deinem Garten, privat? Ja, oder? Ja, privat. Da das ist aber schön, dass du das privat machst. Ja, mache ich auch privat. Privat kann ich dann original essen kochen. Ja, okay, privat, da ist... Na gut, aber ich habe ja nachher den Slaven, den kann ich mir auch. Aber hier ist auch Geschmackssache. Viele Leute, die wollen auch nicht mit Zwiebeln und so, da ist... Ja, dann sollen sie doch woanders hingehen. Ja, so ist ein bisschen. Das ist ja alles Blödsinn. Also wenn ich mich jetzt für ein Balkan-Restaurant entscheide und dann glaube, da gibt es was ohne Zwiebeln, das ist jetzt irgendwie sehr lustig, ne, was er da sagt. Also ich finde schon, dass ein Restaurant und der Gast das verdient hat, wie der ganze Balkan das eigentlich serviert. Und da sind meistens Zwiebeln drin. Punkt. Gibt es dafür nachher von unserem Profi vielleicht Minuspunkte für sein Testessen? Hier hast du jetzt Schweinemedaillon, Rumpsteak. Ach, da ist ja so ein Hacksteak, oder? Ja. Ist ja dasselbe wie Cevapcici. Selber wie Cevapcici. Okay, also beim Potpourri ist normalerweise kein Cevapcici, sondern das Hacksteak. Hacksteak. Alles klar. Okay, verstehe. Rauf auf den Grill mit Cevapcici und Co. Mike hat nämlich langsam Hunger. Weißt du was, jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Jetzt machst du die... das Potpourri genauso anrichten wie immer. Wie immer, ja, mache ich immer. Genau, immer. Dann gehe ich mal raus und erwarte mal alles, was da kommt. Ja. Wenig wird's nicht. Aber stimmt nicht nur die Masse, sondern auch die Klasse? Das werden wir gleich erfahren. Und der Chef serviert heute. Jawohl, bitteschön. Dankeschön. Und das ist einmal extra Cevapcici. Alles klar. So, aber eines fällt mir sofort auf. Es ist nicht so diese klassisch berühmte Schlachtplatte des Balkans, so randvoll, sondern es ist wirklich schön angerichtet und ich finde die Menge im Moment auch, natürlich ist nicht wenig, aber zu damals ist das schon entzerrt. Echt. Schaut lecker aus, freut mich. Hat auch Willi Grund zur Freude? Wir schneiden am besten nur mal schnell das Rumpsteak an, damit wir da diese Medium-Geschichte haben. Darf man das automatisch bei euch Medium machen oder müsst ihr durchmachen? Ja, es ist automatisch Medium. Also probiere ich auch gleich, dass wir das auch ganz fairerweise gleich als erstes machen.
Alles gut? Mhm. Super. Top, top. Auf den Garpunkt. Der Auftakt passt schon mal. Geht es genauso weiter? Na? Wichtig ist der Jüvetsch-Reis. Ja, da, das ist ja ein tomatisierter, paprizierter Gemüsereis. Schmeckt gut, gibt's nichts. So, schau mal her, Cevapcici, ne? Das steht vorne an der Tür, ne? Das ist der Name. Da würde ich jetzt persönlich sagen, ich würde es lieber sehen, wenn man frischen Knoblauch nimmt. Finde ich persönlich immer mehr Geschmack. Ich bin es einfach gewohnt mit den geriebenen Zwiebeln. Willi hat mir erklärt, das geht aber auch um die Haltbarkeit. Ich kann da super mit leben, aber Argumentation, dass viele keine Zwiebeln mögen, dann bist du auch beim Balkan-Restaurant falsch. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag das, ich mag eine rohe Zwiebel. Mir schmeckt das, alles gut, das Steak ist gut gegrillt. Ich bin der Meinung, dass ihr das Eiwa gibt es echt guten. Wenn man das noch selber machen würde und könnte, wenn man die Zeit hat, würde ich mich natürlich ein bisschen mehr freuen. Das sind so kleine Stellschrauben, aber wenn ich Slaven heißen würde, 23 Jahre an dem Standort bin, würde ich das wegschmunzeln, was meine Tipps angeht. Wir versuchen es natürlich auch immer den anzupassen im Betrieb, dass es auch einfacher geht, dass es schneller geht. Aber es ist alles, was er gesagt hat, hat Hand und Fuß und finde ich toll auch. Dann lass uns doch mal dein Fazit hören, Mike. Geh noch mal schnell schauen, was das gekostet hat. Potpourri, 21 Euro. Schöner Teller, frisches Gemüse, tolle Kartoffeln und ich sag's euch, ich bin Schleswig-Holsteiner. Wir sind ein bisschen fleischlastiger. Es ist so, ne? Also Preis-Leistung in Ordnung. Und eins muss ich auch sagen, von wegen in der Zeit stehen geblieben. Schönes Geschirr, toll angerichtet. Hey, und das ist eine Volksgeschichte. Was soll ich denn da rumlabern? Jetzt kommt es auf den Wettbewerb an. Wie Leute, die hier oben leben, das einordnen. Ich fand's lecker, ich würde auch wieder kommen.